Wer bist du? Ich glaube, ich bin am falschen Haus. Oh, hey, Gwen. Du siehst wirklich gut aus. Komm kurz rein. Die hier sind für dich. Oh, Ringelblumen. Ich liebe die. Du hast es dir gemerkt. Ich habe sie für dich geholt. Hat er? Oh, sorry, das ist Brayden, mein Bruder, von dem ich erzählt habe. Oh. Ich wusste nicht, dass er... Dass wir zusammen wohnen? Ja, tun wir. Nicht nur das. Er ist doch mein bester Freund. Ist das nur vorübergehend? Dass er mein Freund ist? Nein, dass ihr zusammenlebt. Oh, also er nicht. Ich, bin sein Pfleger. Ach so. Ja, wie auch immer. Soll ich dich rumführen? Nein, ich würde lieber gehen. Okay, lass uns gehen. Kommt er auch mit? Ja, ja. Ich hoffe, das ist okay. Habe ich das nicht erwähnt? Ach. Ich bleib hier. Nein, Mann, ist schon okay. Sie wird dich mögen, wenn sie dich erstmal richtig kennengelernt hat. Okay? Keine Sorge, Mann. Danke fürs Türöffnen. Na klar. Autsch! Oh. Sorry, habe ich dich erwischt? Echt jetzt? Ah, Mist. Warte kurz, ich zahle den Parkplatz. Ich bin gleich zurück, okay? Warte, nein! Lass mich nicht allein mit ihm. Oh. Klasse. Freust du dich auf das Date? Eigentlich jetzt nicht mehr. Tut mir leid, was ist das Problem? Er steht vor mir. Oh nein, 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 nein. Hey Gwen, wie geht's dir? Ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ich habe recht viel gearbeitet. Ich auch, aber heute hatten wir Zeit für ein Date. Ja. Du kennst doch Donny. Wir sind auch auf einem Date. Oh, hi, ich bin Lisa, freut mich. Ich wusste nicht, dass ihr beide... Versteh es nicht falsch, ich gehe nicht mit ihm aus. Ich kenne ihn gar nicht. Das ist unser Auto. Ich habe mit ihm nichts zu tun, gar nichts. Er ist nur ein Kerl, der mitkommt, weil ich seinen Bruder date. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Okay, naja, schön dich wiederzusehen. Bye. Ruf mich doch an und wir machen etwas. Aha. Rede nie wieder mit meinen Freunden oder behaupte, dass wir zusammen wären. Verstanden? Parkplatz ist bezahlt. Ist alles okay? Ja, bestens. Brayden, ist alles okay? Komm, Babe. Sonst kommen wir zu spät. Danke. Danke. Wow. Unglaublich, wie teuer das Restaurant ist. Ah, mach dir keinen Kopf. Ich weiß noch, dass du gesagt hast, du wolltest hierher kommen, also habe ich gespart. Bestell, was du willst. Es geht auf mich. Was macht er? Oh, öffentliche Plätze machen ihn nervös. Ihm geht's gut. Hey Brayden, weißt du noch das Selbstgespräch, was der Doktor empfohlen hat? Du kannst das mal. Es ist okay. Alles ist in Ordnung. Wir essen nur was und haben viel Spaß. Genau. Leute schauen schon. Kannst du was sagen, damit er damit aufhört? Gib ihm eine Minute. Ihr hört gleich auf. Okay? Carter, bitte. Hey, Brayden, alles okay? Kann ich was für dich tun? Nein? Okay, sag einfach Bescheid, okay? Also, Bolognese klingt recht gut. Was meinst du? Brayden, hör auf. Ernsthaft. Gwen, schrei nicht so. Er ist nervös. Das macht's schlimmer. Dann hätte er zu Hause bleiben sollen. Das war's.
Ich kann das nicht. Warte, Gwen. Nein. Ich wollte diesem komischen Date eine Chance geben, aber ich kann's nicht. Du bist genauso verrückt, wenn du glaubst, ich ziehe das durch mit dir und deinem Bruder. Hey, rede nicht so mit meinem Bruder. Das ist okay, Brayden. Sorry, dass du das durchmachen musst. Gwen, lass uns kurz reden, okay? Hör zu. Ich verstehe, dass es nicht ideal ist, aber Entweder er oder ich. Deine Wahl. Brayden ist mein Bruder und ich liebe ihn. Ich tue alles in meiner Macht, damit er ein angenehmes Leben hat. Wir kommen also im Doppelpack. Dann bleibst du wohl Single für den Rest deines Lebens, was? Gwen, ich bringe dir Blumen. Ich halte dir die Tür auf. Ich führe dich in dieses teure Restaurant aus, wie du es wolltest. Glaubst du echt, dass dich jeder Kerl so behandelt? Okay. Naja, wie heißt es so schön? Manchmal weiß man erst, was man hat, wenn's weg ist. Ja, schon klar. Ich komm klar. Viel Glück, jemanden zu finden, der diesen Albtraum mitmacht. Ciao. Gwen stürmte aus dem Restaurant und wollte nichts mehr mit Carter zu tun haben, wenn auch Brayden mit von der Partie war. Es dauerte nicht lange, bis Gwen mit jemand anderem zusammenkam. Allerdings merkte sie schnell, dass er sie nicht so behandelte wie Carter. Er machte ihr keine Komplimente oder schenkte ihr Blumen. Er war kein Gentleman, der ihr die Tür aufhielt. Und er schenkte ihr nicht einmal seine volle Aufmerksamkeit. Nach einer Weile begann Gwen das zu vermissen, was sie an Carter hatte. Ein paar Monate vergingen und sie traf zufällig jemanden, den sie am wenigsten erwartete. Carter! Hey, Gwen. Wie geht's dir? Du siehst gut aus. Danke. Mir geht's gut. Uns beiden. Schön, dich wiederzusehen, Brayden. Und wie geht's dir? Ehrlich gesagt, nicht gut. Ich habe jemanden kennengelernt, aber das wurde nichts. Weil er mich nicht richtig behandelt hat. Er war nicht wie du. Das tut mir leid. Du hattest wohl doch recht. Man weiß erst, was man hatte, wenn's weg ist. Also, falls du noch Single bist, vielleicht... Sorry für die Verspätung. Ich wollte euch nicht warten lassen. Nein, alles okay. Wir sind gerade eben erst, gekommen. Lass uns hinsetzen. Hi, bist du... Ich bin Krista, Carters Freundin. Oh, ich wusste nicht, dass er wieder vergeben ist. Das macht dir nichts aus? Du weißt schon... Was? Dass Brayden immer dabei ist? Das dritte Rad? Machst du... Witze? Nein, ich liebe Brayden. Er ist der Beste, so süß. Ehrlich mal, ich hab das Große losgezogen. Ich meine, wenn er seinen Bruder so behandelt, was denkst du, wie er seine Frau behandeln wird? Oh, und er ist nicht das dritte Rad. Wir haben ein Doppeldate. Entschuldigung. Hi, Grace. Die sind für dich. Oh. Sonnenblumen sind meine Liebsten. Das ist nett.